Und jetzt geht ihr heldenhaft mit unseren 15 beziehungsweise bald 18 Diamanten, sobald wir oben sind, weil. Okay. Oh, und Hallöchen und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Minecraft. Und ja, nach dieser coolen Diamanten-Rush-Folge von letzten Mal, haben wir endlich unsere Diamanten, die wir so lange gesucht haben, bekommen. Und naja, ich wollte mal kurz sagen, ich bin gerade heute ein bisschen beeile mich, sagen wir es mal so, denn, nein, du gehst schön weg hier. So, warte mal, können wir das so machen? Ja, geht sogar. Gut, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich bin hier heute gerade aufnehmen für heute, da heute ja Montag ist, glaube ich, wenn ich noch heute diese Folge hochladen kann. Ansonsten ist halt Samstag, glaube ich, ist noch die zweite Folge. Und jetzt geht ihr heldenhaft mit unseren 15 beziehungsweise bald 18 Diamanten, sobald wir oben sind, weil. Okay. Meine Katze ist ein bisschen am Miau. Keine Ahnung, was die will. Wild. Was? Meine Güte. Halt die Fresse, Katze, bitte. Ich bin gerade am Aufnehmen. Bitte. Soll ich dich auf den Arm nehmen? Moment, warte mal. Nee, jetzt geht sie mir aufs Keyboard. Oh mein Gott. Warte mal, ich nehme sie mal hier nach oben. Vielleicht hört sie sie dann. Moment mal. So. Sie ist jetzt bei mir. Hoffen wir, dass. Nein, nein. Hoffen wir, dass sie jetzt nichts macht. So. Nein. Nein. Oh Mann. Oh, komm, komm, hier. Hier drauf. So, Hallöchen. Perfekt. Meine Katze ist auf meinem Schreibtisch. Das ist cool. So, tut mir leid. War einfach zu nötig. Meine Katze will ja auch mal im Let's Play sein. Was sagst du dazu, Katze? Hm? Na, kleines Schnickelchen. So. So, für alle, die es nicht wissen, ich habe eine Katze und einen Hund. Und ja, das funktioniert sogar. Sehr gut. Auch wenn hier jetzt mal irgendwo eine Fledermaus ist. Übrigens, meine Katze hat. Oh, jetzt. Wisst ihr was? Jetzt sprechen wir mal heute in diesem Let's Play über Katzen. Oder beziehungsweise. Jetzt ist sie runtergegangen. Okay. Über meine Katze. Denn sie hat auch mal eine Fledermaus gebracht. Keine Ahnung, woher sie die hat. Die hat sie einfach mal hingebracht. Und ins Wohnzimmer. Und da waren wir natürlich sehr erfreut. Werdet ihr sicher auch. So. Ja, huste da einfach mal ins Let's Play. Das ist doch ganz cool. Hier waren wir noch nicht. Ja gut, hier ist ja auch nicht großartiges, vieles. Dings. Genau, aber naja. Die hat es einfach mal, was die alles gebracht hat eigentlich. Die hat mal sogar einen Igel gebracht. Keine Ahnung, wie sie die hätte fangen sollen. Einfach mal draufpinkeln oder so, wie die Füchse das machen. Ja, Füchse pinkeln auf den Igel. Weil die Igel, die rollen sich ja dann zusammen, wenn sie sich bedroht fühlen. Rollen die sich zusammen. Und dann, wenn. Damit sie wieder sich aufrollen, pinkeln, fügst du die Igel einfach mal an. Weil es ist eben so, dass wenn Igel Wärme spüren, dann ist das eben so, dass das ist sowas wie Sicherheit für sie. Das müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr irgendwie, wie soll ich das denn erklären? Wenn ihr irgendwie unter eurer Decke seid, also euch verdeckt mit eurer Decke. Dann ist es etwa das gleiche Gefühl. Also dann fühle ich mich normalerweise auch immer so ein bisschen geborgen. Versteht ihr, was ich meine? So. Und ja, das ist irgendwie so bei denen. Und die
Ich nehme einfach einen Pfeil hier. Okay. Sah irgendwie so aus wie eine, so eine schwarze Blume oder so. Sieht aber ziemlich cool aus. Naja. Wo waren wir? Hier. Hier kamen wir. Von hier. Ja, eben, die pinkeln einfach mal da drauf. Ganz cool, also. Wenn ihr irgendwelche Schweine jagen wollt und wenn sie sich zusammenrollen, dann pinkelt sie an, dann, ja, wisst ihr ja, wie es geht. So, Superforscher und Superförster Zeros weiß Bescheid, wie man Sachen jagt. Naja, eben, aber naja, was gibt's denn noch, was meine Katze gefangen hat? Eigentlich zum Beispiel hat sie mal gefangen, wir können kurz schlafen, hat sie mal gefangen einen Vogel, also ziemlich viel davon, Mäuse, das ist irgendwie auch klar irgendwie, wow, das ist das Eichensetzling, müsst ihr mal genau hinschauen, auf das Grün, das sieht irgendwie, wenn ihr euch bewegt, dann sieht das irgendwie voll krass aus, so, oh mein Gott, so. Schade, kann man das nicht bewegen, dann könnte ich euch es besser zeigen. Und wir haben jetzt 18 Diamanten. Das können wir alles mal hier rumbrennen lassen. Habe ich jetzt zwei? Egal. Das können wir eigentlich schon mal mitnehmen. Cobblestone können wir sowieso irgendwo reinstecken. Das merkt sowieso niemand. Und jetzt können wir... wir haben so keinen Platz mehr. Wir müssen mal ein bisschen unser Haus besser ein bisschen ausbauen, weil, ja, darum. Übrigens, auf das Update 1.8, ja, wer freut sich darauf? Ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob ich mich wirklich darauf freue. Grund dafür, dass mit dem Bug wird jetzt gefixt, das mit dem Redstone zu Obsidian Bug, weil ich fand es eigentlich noch ziemlich cool. Also heißt Redstone Typ. Ja, genau. Ja, stimmt so. Wenn man Lava auf Redstone fließen lässt und das Redstone ist gerade neben Wasser, dann wird das zu Obsidian. Ist irgendwie einfach so ein Bug. Aber das funktioniert eigentlich auch mit Strings am Boden, glaube ich, soweit ich weiß. Jetzt will ich mal schauen, ob das auch noch funktionieren wird, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie das so lassen. Da ist übrigens ein Creeper. Will ich mir mal einfach gönnen. Das sind sogar zwei Creeper. Gönnen wir uns halt zwei Creeper. So. Mal schön nach hinten schauen, ob da nicht noch jemand ist, der uns schön belauscht. Belauschen. Sehr, sehr lecker. Na, Creeperchen. Ich finde auch, die Creeperchen in meinem Texture Pack sehen ziemlich cool aus. Also, meine persönliche Meinung. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, wie die aussehen. Doch. Wir könnten jetzt mal wieder unser Forest ein bisschen abholzen. Oh, jemand hat versucht, dem Hundi... Das können wir auch mal machen, einen neuen Hundi holen, irgendwann, wenn wir ihn finden. Ja, können wir mal machen. Das Hundilein ist kacke. Egal. Da wollte nicht jemand dem Hundi einen Knochen geben, oder zwei, je nachdem, wie viele es waren. Ich habe jetzt nicht drauf geschaut. Ist jetzt... Das Pferdchen ist noch drin. Übrigens, wie komme ich eigentlich wieder rein? Manchmal frage ich mich solche Sachen. Okay. Das können wir mal gerne wegtun. Okay, das hier auch. Können wir kurz runtergehen. Kommen wir sowieso wieder rauf. Erde. Dann haben wir schon mal eine Leiter. Das ist ja richtig cool. So. Perfekt. Dann können wir, wenn wir schon Holz fahren gehen, gleich nachher das Holz hinklatschen. So, erstmal ein Birch. Eine Birke. Abfarmen. Ziehen die uns eine Birke rein. So.
Und dann können wir uns auch ein liebes Steak gönnen. So, und dann tun wir einfach mal das hier so drüber und das so. Das sieht dann nicht gerade perfekt aus, aber akzeptabel. Meiner Meinung nach. Nicht schlecht. Dann könnten wir halt die Fresse das Ganze so aufbauen, damit unser Pferdchen auch schön Spaß haben kann. Nein, eigentlich nicht darum, aber egal. Ihr wisst schon warum. Damit wir auch rauskommen wieder. Irgendwie. Das sieht jetzt nicht gerade spektakulär aus, aber es geht. So. Wir kommen nicht mal raus, what the fuck. Naja, wir kommen noch raus. Ja. Wir sollten vielleicht einen Halbblöcke machen. Warum gehe ich eigentlich wieder... egal. Gehen wir halt wieder raus, rein, irgendwo hin. Wisst schon, was ich meine. Ach, komm schon. Jetzt kommt das nicht mehr rein. Cool. So, bist du ein bisschen fett, hä? Was? So, nee, du gehst jetzt da rein. So. Perfekt, dankeschön. Dann könnten wir... Geht das? Nein, das ist eine Druckplatte. Warte hier. Warten. Boah, nicht drauf. Egal, okay. Du wartest. Du wartest hier, ja? Was macht denn das Pferd, Mann? Du wartest hier. Alles klar? Hier warten. Es verspürt den Drang rauszugehen, what the fuck? Okay. Dann schnell, beeilen wir uns einfach mal. Perfekt. Ach komm, wir können sowieso nichts mehr Großes machen. Deshalb machen wir das einfach mal so. Holen wir uns das. Okay. Gut. Dann können wir das... Ja, geht doch. So, können wir das so tun, machen, Dingseln? Nee, das ist falsch gewesen, so. Machen wir Pott. Perfekt. Können wir das so machen? Und du kommst hier leider nicht mehr durch. Muhaha. Mal schauen, ob wir jetzt noch drüber springen können. Das wäre ziemlich kacke, wenn wir das nicht tun könnten. Willst du mich verarschen? Das geht nicht mal. Geht's wenigstens drüber? Ah, so, okay. Warte mal. Okay, gut. Dann bräuchten wir einfach irgendeine Methode. Schafft das Pferd eigentlich hier raufzusteigen? Frage ich mich jetzt mal. Wir könnten ja, Moment mal Pferdchen, versuchen, das Ganze so machen und hier einen Knopf craften. So. Und dann haben wir, warte mal, wir müssen noch ein bisschen essen. Wir haben eigentlich ganz viele Levels, die bräuchten wir mal, wir müssen die mal wegtun. Loswerden. Geh mal weg, Mann. Oh, geh mal weg, habe ich gesagt. Ich stirb. Oh, Mann. Pferde von heute. So. Cool. Dann haben wir einfach mal das hier so. Mach das auf. Mach das putt. Klapp. Perfekt. Kommst du hier noch raus? Nein, okay. Kann ich dann mal hier so einen Knopf reinschmeißen? Haben wir ja zwei Knöpfe am besten gleich. So. Eins Knopf. Ah, meine Güte, dann machen wir ja das Ganze so. Mein Gott. So. So, perfekt. Sieht auch nicht unbedingt schlimm aus. Da können wir sowieso runtersteigen. Und so. Tada! Und jetzt können wir einfach mal einen Knopf reinsetzen. Und dann können wir das wieder wegtun. Sieht hier sowieso nur hässlich aus. Häslich. Okay. Und jetzt... Ja, das funktioniert. Okay. Dann können wir so machen und einfach rausgehen. Alles klar, dann funktioniert es sogar, ohne dass wir Schaden bekommen. Gut. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Das wäre sehr, sehr nett. Und unser Pferdchen kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr raus. Aha, okay.
Naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da. Ansonsten noch ein Gruß von meiner Katze und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Tschüss und tschüss. Wow. Hättet ihr ja nicht gedacht. Egal, tschüss.